Und da ist schon Freitag. Willkommen zum letzten Market Briefing in dieser Woche. Damit auch die letzte Chance für unser Gewinnspiel. Kanal abonnieren, YouTube-Kanal, Like da lassen und einen Kommentar verfassen. Und ihr seid automatisch im Lostopf für die Auslosung dann morgen oder übermorgen, also am Wochenende, mit dabei. Die Chance bitte nutzen. Kommen wir direkt zum Marktgeschehen und man könnte sich ein bisschen aufregen. Ne? Gestern, vorgestern war die Widerstandszone, Make-or-Break-Zone im Fokus. Dort mussten die Bullen rüber. Was haben wir gesehen? Wir haben doch einen deutlichen Abpraller gesehen. Also vorgestern, ne? Johnny Doji ausgebildet, nicht rübergekommen. Gestern dann der deutliche Abpraller. Ja, mal sehen, ob der Wochenschluss jetzt noch etwas gerettet werden kann. Noch ist nicht zu viel passiert. Man kann diesen Abpraller nutzen für einen Doppelboden Richtung Wochen. Tief dort dann bitte aufkaufen oder im Worst Case ist es eben auch die zweite Abwärtswelle, die bereits begonnen hat. Das schauen wir uns natürlich gleich in den Chartbildern etwas genauer an. Ja, viele Impulsgeber hatten wir gestern nicht mehr. Heute auf dem Terminkalender haben wir noch einiges. Wir haben gleich die BIP Q4-Daten der ersten Veröffentlichung für Deutschland. Mal sehen, wie die ausfallen. Einzelhandelsumsätze wird wichtig sein. Wirkt sich das Thema Preisdruck, Inflation vielleicht schon bei den Konsumenten aus, ne, die jetzt ein bisschen mehr aufs Portemonnaie schauen möchten. Lagarde spricht auch noch. Das kann spannend sein. Wir haben ja nun die Fed, die sehr deutlich reagieren noch möchte. Wir hatten gestern keine, der Terminkalender war sehr dünn gesät, aber wir hatten sehr viele. Das hat man ja noch thematisiert gestern und diese Zeit hier, dass es sehr viele Notenbanksprecher gibt, die sich äußern möchten und die ganze Reihe Fed Speaker, ich weiß nicht, wie viele das waren, als US-Notenbanker, die sich geäußert haben. Und jeder war total hawkisch, Alter, total auf Straffung eingestellt. Drei Zinsschritte haben war locker Konsens. Viele haben gesagt, die Hälfte sicherlich vier sind auch gut vorzustellen. Also da sieht man schon, drei bis vier auf alle Fälle wird da was passieren. Tapering. Absolut Konsens, dass es jetzt auslaufen muss. Und viele haben eben auch angesprochen, die Bilanzsumme reduzieren. Oder eigentlich haben es alle angesprochen. Das ist heikle Thema. Manche wollten es direkt nach Ende des Taperings beginnen. Einige sagen zweite Jahreshälfte. Das wäre noch gut für die Märkte, ne? Zweite Jahreshälfte verschieben. Da wird es nämlich sensibel, wenn man Liquidität entziehen. Alles vorher. Schwierig, aber man sieht, dass das schon ein heikles Thema ist, was diskutiert wird im Rat und einige doch sehr gerne schon schneller agieren möchten. Die Inflationsdaten werden hier das Zünglein an der Waage sein. Kommen sie deutlich zurück, kann man das nach hinten schieben. Kann den Markt damit auch positiv überraschen, aber alles vorher ganz ungünstig. Ich habe es ja gestern thematisiert mit der Inflation, wie schnell die Notenbank umschwenken muss. Jetzt 4,5 Jahre hat es gedauert bei dem letzten Normalisierungsprozess, bis man sich dann an die Bilanzsumme getraut hat. Ne? Erst Zinsschritte, erst Tapering ganz lange, ein ganzes Jahr lang in homöopathischen Schritten, dann Zinsschritte, dann erst die Bilanzsummenreduzierung. 3 Jahre nach Ende des Taperings hat man mit der Bilanzsummenreduzierung begonnen. Jetzt kann es sein, dass es vielleicht nur 3 Monate sind. Ne? Also da steht einiges bevor. Also interessant sicherlich auch EZB-Präsidentin Lagarde, weil hier kann es negative Überraschungen geben, weil man davon ausgeht, die EZB macht gar nichts, noch nicht mal eine Zinserhöhung. Komplett konträr zur Fed und viele anderen großen Notenbanken, die bereits agieren. Die EZB sieht nichts, kann aber sein, dass die jetzt überraschen kann auf der negativen Seite. Fed kann er positiv überraschen, weil die Erwartungshaltung dementsprechend ist. Die EZB hingegen negativ, weil sie die Märkte auf nichts vorbereitet hat. Wenn sie sagt, okay, die Inflation ist so hoch, vielleicht müssen wir doch agieren, wäre das eine negative Überraschung. Mal sehen, vielleicht kann der 14,30 da ein Wort fallen. Ich gehe nicht wirklich davon aus. Ja, und ansonsten die Konsumenten- und Konsumklima im Fokus in den USA. Ob sich eben der Preisdruck dementsprechend schon auswirken kann. Und dann beginnt der Quartalsberichtssaison. Die geht jetzt auch los, hier mal für den Januar zu sehen, wer denn so melden möchte. Ja, normalerweise, also immer beginnen letztendlich die Banken. Heute beginnen die Banken BlackRock, Citi, JP Morgan ist dabei. Und die beginnen und meistens auch mit guten Zahlen. Die sind jetzt nicht wirklich von Lieferkettenproblematiken, sind die ja nun nicht wirklich beeinflusst. Aber die Quartalsberichtssaison, die nun kommt, kann da zum Anlass genommen werden, dass das leidige Thema Notenbanken, Inflation, was uns jetzt dominant in den letzten 2 Wochen begleitet hat, dass das ein bisschen in den Hintergrund rückt und man jetzt noch die Zahlen der Unternehmen schaut. Wie ist es denn mit dem Preisdruck? Wie ist es denn mit der Lieferkettenproblematik? Wie sieht es aus mit den Gewinnschätzungen? Da wird man jetzt genau hinschauen, wie die Aussichten sind, weil eben eine wichtige Stütze wegfallen wird in den nächsten Monaten am US-Markt. Die Liquiditätsflut der Notenbanken, die wird zurückgeführt zur
Jahresmitte spürbar reduziert, da wird es ernst. Und dann schaut man eben primär dann auch wieder auf die echten Fakten, auf die Daten. Was sagen denn die Gewinnschätzungen und die Ausblicke der Unternehmen? Rechtfertigen sie einen weiteren Anstieg oder ist man einfach viel zu hoch bewertet und ohne Notenbankunterstützung muss da vielleicht eine Korrektur erfolgen? Also hier das Thema kann jetzt ein bisschen Thema Inflation und Notenbank in den Hintergrund rücken. Ab nächster Woche geht es richtig los. Die Banken werden vermutlich positiv überraschen. Ja, also ansonsten habe ich hier nicht viel. Da gehen wir direkt mal hinein in die Indizes. Mal sehen, welche Impulse heute noch gesetzt werden kann. Gestern der Fall zurück. Der DAX, der erhält sich sehr gut. Ist der Outperformer bisher im Januar 0,4% knapp Monatsperformance. Der S&P 500 minus 2,2, Dow Jones minus 0,6, Nasdaq minus 5 im jungen Januar. Also richtig bitter. Und auch in dieser Woche hält der DAX sich nahezu auf Einstand, sogar ein bisschen drüber jetzt. Und die US-Indizes alle im Minus. Also der DAX hält sich gut. Warum? Er ist eher so ein Blue Chips DAX, natürlich Value profitiert bei einer geldpolitischen Wende. Und das hatte ich schon thematisiert. In den USA ist man sehr hoch bewertet, wird ja viel auch in den Tech-Bereich hineingepumpt, wovon natürlich auch der S&P 500 profitiert. Da ist man sehr hoch bewertet und da kommt die geldpolitische Wende mit dem Vorschlaghammer. Und in Europa, vor allem auch der DAX, erstmal relativ günstig noch bewertet im Vergleich zu den Amerikanern. Und die geldpolitische Wende kommt überhaupt noch gar nicht. Ja, da ist man noch ultra locker unterwegs. Und dann sieht man hier vielleicht mehr Chancen. Aber vielleicht möchte der DAX auch nur hier, sehen wir mal im DAX, Wochenchart mit der aktuellen DAX-Wochenkerze, möchte auch nur so einen kleinen Hanging Man hier vielleicht stehen lassen. Und dass er eben den relativ stabilen Abschluss suchen möchte, hatten wir ja schon relativ früh thematisiert, dass der DAX vermutlich hier doch eher stabil und höher die Woche beenden möchte. Wir hatten hier mit der Vorwochenkerze eine bärische Wochenkerze stehen gelassen, hatte ich schon angedeutet. Da kommt nicht viel auf der Oberseite nach. Da könnte man an der 16.000 bereits ermüden und haben auch gestern wieder gesehen, Ausflüge zu 16.000 dann doch wieder abverkauft. Nicht nur, weil eben die Vorwochenkerze nicht viel hergegeben hat, auch, das haben wir schon thematisiert, der Verfallstermin, den wir haben, der steht nächste Woche, in einer Woche steht er an. Dort sind Positionierungen jenseits der 16.000 nicht im Sinne der Stillhalter. Sie möchten dort nicht abbrechen, sie müssten dort draufzahlen und sie würden den DAX gerne etwas tiefer sehen. Also da haben wir noch einen weiteren Faktor, der dann immer ein bisschen nach unten drückt. Auf der Unterseite ist hingegen nicht viel passiert, also 16.030, so eine Zone muss man eigentlich rüberkommen für weitere Aufhellung. Auf der Unterseite 15.800 steht stabilisiert. Auch gute Rebound-Zone, selbst wenn wir heute wieder zurückfallen, sollte es dort eigentlich keine Entscheidung geben. Fallen wir durch, geht es in den Bereich 15.660, 15.600. Dann hätte man eben diese Jahresendrallye, die wir hier haben, die sehr gut dann auch in der ersten Januarwoche beendet wurde, dann hätten wir dort ein gutes Konsolidierungsziel erreicht. Alles unterhalb und es wird schwierig. Es kann gegebenenfalls sogar die Tür wieder so 15.300 aufgeschlagen werden. Wir sind ja seit April des letzten Jahres eigentlich nur seitwärts und dort geht es ziemlich volatil auf und ab von 14.800, 16.030, 16.300 ist es eine ordentliche Achterbahnfahrt. Momentan ist man als Outperformer unterwegs, steht stabiler, sicherlich wegen der geldpolitischen Wende, die zielt, die ja eingeleitet wird und wo Value-Titel, wo eben Blue Chips, wo der DAX dann auch profitieren kann. Aber eine Abkopplung dauerhaft kann ich mir natürlich nicht vorstellen. Das gab es so eigentlich noch nicht. Selbst innerhalb von Europa ist der DAX auch einer der anderen Performer. Also die Spanne, die wir haben, werden wir vermutlich nicht mehr hergeben. Alles oberhalb bis 16.000 abrechnen. Neues Wochenhoch sogar wäre die Chance gegeben, dann wieder in der nächsten Woche das Allzeithoch anzulaufen. Schwierig, wie gesagt, nächste Woche Verfallstermin, Abrechnungskurs 16.300, absolut nicht auf dem Plan bei den Stillhaltern. Aber ich kann mir vorstellen, dass man eben nach dieser bärischen Kerze dann gegebenenfalls ja auch nochmal eine Art, ja, ist ja kein sauberer Hangingman, aber so zumindest in diesen andeuten möchte, dass man auch den stabilen Abschluss finden. Da hätten wir auch zwei eigentlich Wochenkerzen, die auch eine bärische Wochenkerzenfolge hergeben kann. Kann man negieren, wenn man höher reinkommt, aber hält eben zugleich auch die Tür für den Wochenstart offen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier gar nicht mehr so viel passieren wird. Der DAX versucht sich hier krampfhaft doch in seiner Range zu halten, in den Wochenschluss hinein. Schauen wir uns auch mal in den Stundenchart an. Hier ist die Jahresendrallye, sind wir abgeprallt, dann haben wir uns stabilisiert oberhalb der 15.800.
100, aber immer wieder, gerade in der alten Verbindungslinie, sind wir nur zweimal abgeprallt wieder. Vorgestern und gestern nicht durchgekommen. 16.000 deckelt dann doch ordentlich. Falls man durchkommt, geht die Tür auf Richtung 16.200. Hätten wir auch noch eine Gap-Zone in diesem Bereich. Diesen Weg kann man durchaus noch sehen. Nach dem gestrigen Rutsch ist es unwahrscheinlich geworden, dass wir das heute noch sehen werden oder auch also am Anfang der nächsten Woche. Aber wenn wir diesen Weg sehen, dann kann es zügig gehen zu 16.2 und vermutlich muss man dann schnell auch wieder zurücklaufen. Art Doppeltop kann man ja dann ausbilden. Muss ja nicht aktiviert werden, aber könnte man danach streben, weil man eben den Abrechnungstermin auch ordentlich finden müssen. Also neues Wochenhoch, würde ich noch sagen, 16.2 Gap Close, aber dann gegebenenfalls mit Doppelspitze geht es wieder zurück. Momentan heute haben wir den Bereich, waren wir schon fast dran, knapp an der 16.000 ist erste wichtige Widerstandszone. Kommen wir dort rüber, 16.030, so 16.080 wäre diese Tür offen. Sehr schwierig heute dahin zu laufen. Darüber 16.2 und daher bleibt dann eher die Spanne Richtung 800, also ist das hier 835, 800, dass man dort nochmal anklopfen könnten an den wichtigen 800er Bereichen, dann mal schauen, wie wir uns dort verhalten. Vielleicht kann man ja hier auch eine direkt eine Bodenbildung übergehen, vielleicht auch so eine ISKS-Formation, wie das im Angriff dann nutzen. Also oberhalb der 15.800 haben wir gute Rebound-Chancen. Fallen wir durch die 15.800 durch? Schwer, dass das heute passieren kann. Fallen wir dort durch, dann hätten wir eher den Bereich 670, 660, ist auch im Tagesschart, haben wir die 100-Tage-Linien dort, wäre das die nächste Anlaufzone, die wir dann hätten. Und gegebenenfalls hatte ich ja schon eingezeichnet, hätten wir noch eine weitere bullische Formation, die man dann nutzen könnte, ne, dass man gegebenenfalls dann hier eine Ausbildung für einen fallenden Keil uns befinden und danach, nachdem wir noch ein neues Tief ausgebildet haben, 600er Bereich, könnte man danach den Verfallstermin einen neuen bullischen Angriff wagen, der sogar ein neues Allzeithoch mit sich bringen kann. Das wäre dann die Möglichkeit, dass man hier vielleicht einen fallenden Keil uns in der Ausbildung hier befinden. Brechen wir durch untere Verbindungslinie. Ja, dann haben wir hier noch Gapszone offen, 15.600. Davon laufen auch die 200-Tage-Linien im DAX, also wichtige Zone, genau dann auch Bereich 50er und 60, 61, 8er Retracement, also ein Bereich, wo dann die Konsolidierung ins Finale laufen muss, mal im Finale überschießen und dann hochlaufen. Alles, was unterhalb ist, dann geht dann doch eher diese Tür wieder auf in den Bereich 15.300. Momentan sieht das nicht danach aus, dass wir dahin möchten, weil der DAX eben sich als Outperformer auch müde. Also das sind die Spannen beim DAX, 16.000, 16.030, nehmen wir mal das Wochenhoch und danach die 16.2. Die Luft ist dünn bis nächste Woche Freitag, auf alle Fälle im 16.000er Bereich. Dann müssen wir schauen, welche Formation hier aufgegriffen wird. Wie gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, dass man dies dann noch sehen kann. Heute aber nicht favorisiert, so ein großer Sprung. Unterhalb, wie gesagt, ruft dann doch eher der Bereich um 15.800 nochmal. Eigentlich eine gute Rebound-Möglichkeit, wenn wir dort ankommen. Falls wir durchbrechen, Vorsicht, dann ist erst die 15.600, 15.660 unsere nächste Zielzone. Mal sehen, Wochenchart haben wir gesehen, Wochenkerze ist eigentlich gut genug ausgebildet. Mal sehen, ob es wirklich hier noch große Bewegungen geben kann. Wir gehen hinein in den S&P 500. Ich wollte noch das übergeordnete Bild haben, das haben wir hier. Das ist das übergeordnete Bild. Wir sind ja runtergefallen, haben ein Reversal gesehen am Montag. Die Umkehr mit der Hammerkerze am wichtigen Kreuzsupport. Unteres Bollinger Band, Monatspivotpunkt verläuft hier. Die Trendlinie, letzten Tiefpunkte verläuft hier. Die 100-Tage-Linie verlaufen hier. Also wichtiger Support aufgegriffen per Hammerkerze. Und dann am Turnaround Tuesday, der hat das auch angeboten. Ebenso Turnaround hochgelaufen, hoher Schluss. Aber dann der Folgetag, der war hier, haben wir schon in Doji stehen gelassen. Am wichtigen Widerstand, wir haben es gesagt, Make-or-Break-Marke wird angesteuert. Das sollte dir bereicht sein um 4.745, quasi das alte Allzeithoch. Dort entscheidet sich der Weg. Vorgestern sind wir angedockt an dieser Marke ziemlich genau, gestern sogar punktgenau und sind nicht durchgekommen. Gestern mit der Abpraller Verletzung der 50-Tage-Linie. Noch ist nicht viel passiert, ist die erste wichtige Widerstandszone. Im Best Case für die Bullen bauen wir bloß mit dem Montagtief einen Doppelboden und greifen nochmal an. Im Worst Case ist es einfach, ne, die erste Abwärtswelle.
die Konsolidierung und dann die zweite Abwärtswelle, die dann in ähnlicher Dimension nochmal folgen kann. Auch möglicherweise könnte man hier natürlich auch eine SKS-Formation sehen mit Abpraller an der 4745. Muss noch nicht viel bedeuten, kann man ja, deutet man an die Formation. Kann dann nochmal führen zu den wichtigen Kombi-Support, den ich eben genannt habe, hier um 4580, dann Anstieg in der nächsten Woche Richtung 4500. Könnte man dort sich noch stabilisieren, könnte dann dort wieder hochziehen. Aber was auffällig ist, ist, dass eben diese wichtigen Supports-Zonen nicht mehr, haben riesige Abstände, bis wichtige Unterstützung erreicht wurden, wurde dann immer hochgezogen per V-Erholung. Hier haben wir die V-Erholung abgebrochen an der Make-or-Break-Zone, ne, war schon auffällig, schwache Tageskerze früher. Da ist man einfach nur grüne Tageskerzen hoch zum Allzeithoch. Ne? Das war noch Base-Dip-Modus im Jahr 2021. Jetzt, okay, erster Widerstand, abwartende Tageskerze, nächster Tag wieder ein Abverkauf. Man kann das in Umkehrformation nutzen, keine Frage, aber es fällt auf, dass der Weg nicht mehr so einfach ist wie im vergangenen Jahr. Und ja, also die SKS lebt und unterhalb der 4745 bleibt eben durchaus die Spanne Richtung diesen Kreuzsupport Richtung 4580. Wäre das unsere Range, die wir haben? Brechen wir dort durch diesen wichtigen Support, den wir jetzt immer wieder, immer schneller testen, in kürzeren Zeiträumen? Irgendwann ist vielleicht auch ein Test zu viel, aber eigentlich ist es auch eine Gap-Zone, so ein Mehrfach-Support, den reißt man eigentlich, es sei denn, es gibt einen starken Impuls tagsüber, aber eigentlich reißt man den dann solchen Marken, ob nur als Widerstand oder als Support, per Startkurs, per Aufwärts- oder Abwärtsgap, um sich damit dann nicht im regulären Handel rumzuschlagen. Brechen wir dadurch, ist Dynamik drin Richtung Oktober-Tiefpunkt des vergangenen Jahres, Richtung 200-Tage-Linie, Richtung 4400. Momentan stehen wir aber eher an der Frage, ist das hier, bauen wir hier ein Doppelboot mit dem Montagstief oder ist es der Beginn der zweiten Abwärtswelle oberhalb der 4745? Wird heute nicht im Fokus stehen, aber stabilisieren Inside Day wäre heute zumindest schon was für die Bullen. Oberhalb der 745 könnte dann die Tür zum Allzeithoch Richtung 4830 aufgeschlagen werden. Und da, wie gesagt, Vorsicht vor diesem Kreuzsupport nicht durchbrechen. Da kippt doch das charttechnische Bild weiter Richtung bärisch ab. Jetzt schauen wir nochmal hinein, hier herangezoomt an das Bild, hier kann man auch diese mögliche SKS, wie gesagt, kann man ausbilden, anstreben, heißt noch lange nicht, dass man die aktiviert, also sie kann eben aber hier hinführen, ne? Da wieder unteres Bollinger Band, Trendlinie, 100-Tage-Linie wären dann wieder im Fokus und dann wird es spannend, ne? Wenn man solche dann auflösen würde, per Abwärtsgap wäre es eine mustergültige Auflösung, ne? Solche Umkehrformationen am wichtigen Kreuzunterstützung, ja, dann ist vermutlich ganz schnell die Tür Richtung 4400 offen. Nur so erwähnt, sieht nicht danach aus, dass wir das davon heute diskutieren müssten. Heute erste Support oder Widerstand, mal sehen, wie wir reinkommen werden, wäre die 4685, dieser Bereich an der 50-Tage-Linie, am Monatspivotpunkt, am Retracement, also ein relevanter Bereich, 4685. Oberhalb kann man diesen gestrigen Tag etwas ausbügeln. Hätten die Spanne zum mittleren Bollinger Band 4710, 715. Viel mehr wird ja auch nicht passieren. Brechen wir durch hingegen, dann mal wieder die 4745, die wichtige Zone, zweimal abgeprallt deutlich, wäre die im Blickpunkt. Erst darüber hätten wir die Aufhellung. Nach dem gestrigen Abverkauf müsste heute aber eigentlich was nachkommen, Richtung 4650, in den Bereich 4625 hinein. Dort im Idealfall kommt die Gegenwehr. Ne? Dort kommt die Gegenwehr, dass man hier gegebenenfalls dann eben möglicherweise nur einen Doppelboden ausbildet und in diesen Doppelboden dann einen neuen Angriff wagen. Ne? Das ist die bullische Variante. Abpraller am ersten wichtigen Widerstand. Okay, die Kraft von früher ist nicht mal da mit der V-Erholung, aber heißt ja nicht, dass der Durchbruch nicht gelingen kann. Vielleicht braucht man einfach nur die Unterstützung einer Umkehrformation, könnte man dann hier per Doppelboden anstreben. Also wenn wir ein neues Tief sehen, das gestrige unterschreiten, was durchaus realistisch ist, muss es aufgekauft werden. Am besten ebenso ähnlich mit ganz langer Lunte, ähnliche Hammerkerze. Dann wäre es der Hinweis, okay, man möchte sich stabilisieren, man könnte einen Doppelboden ausbilden und dann die 4745 nochmal ordentlich unter Druck setzen. Schwäche. Nichts aufkaufen. Unterhalb der 4685 klar
Probleme bekomme und dann schwach schließen, dann ist Vorsicht geboten. Da sieht das nicht so aus, dass man unbedingt einen Doppelboden aufgreifen möchte. Unterhalb der 4625 wären wir wieder an Nähe vom Kombi-Support hier in der 4580. Wie gesagt, diesen Bereich sollte man nicht durchbrechen. Unteres Bollinger Band, Trendlinie, 100-Tage-Linie, Monatspivotpunkte verlaufen hier. Also da kommt einiges zusammen. Dort durchbrechen, es geht dann doch schnell die Tür hier auf. Aber auch für heute nicht wirklich relevant, würde ich jetzt mal behaupten. Heute ist relevant, wenn wir den neuen Tiefpunkt ausbilden. Kaufen wir den auf, sorgen wir für einen guten Tagesabschluss und die Chance, dass wir nächste Woche einen Doppelboden aufgreifen, oder sehen wir den schwachen Tagesschluss und ja, die Gefahr, dass wir gegebenenfalls hier doch eine SKS-Formation nahe an der wichtigen Kreuzunterstützung dann ausbilden werden. Wir gehen weiter in den Dow Jones hinein. Gestern auch Probleme gehabt, nicht weitergekommen am ersten Widerstand, aber trotzdem noch der Outperformer hält sich am besten. Ne? Value, Märkte Cross mehr unter Druck durch die geldpolitische Wende. Value hält sich besser, ähnlich wie beim DAX. Die Bullen haben natürlich dieses Bild hier gesehen. Ja, weiter schön im Wellenmodus von Allzeithoch zu Allzeithoch. Hurra, die 37.300. Sie kommt alsbald, aber auch hier zu sehen, hier hat man das schön immer aufgekauft. Ne? Grüne Tage. An grüner Tageskerze, hat mal eine grüne Tageskerze und dann schon Probleme an der Make-or-Break-Marke. Selbst auch mit der Dow Jones, der Outperformer ist, souverän ist das nicht. Es kann sein, dass das Muster der vergangenen Monate, was hier noch auch angedeutet ist, haben wir jetzt in dieser Woche immer besprochen, dass man, wenn der Dow Jones ein neues Allzeithoch geholt hat, dass man die erste Konsolidierung gesehen hat, dann eine Gegenbewegung bis nah ans Allzeithoch heran, aber tiefer gestellt, also ein tiefer gestelltes Doppeltop ausgebildet hat, was durchaus ein bisschen langgezogen sein kann. Aber dann eben die zweite Konsolidierungswelle folgte dann hier auch nochmal im November neues Allzeithoch, erste Konsolidierung. Dann, ja, alles wieder gut, aber auch schon auffällig, es kommen nicht mehr so bullische Kerzen, sondern Kerzen, die ein bisschen Schwäche andeuten, wie hier zum Beispiel. Und dann ist man doch mit einem tiefer gestellten Doppeltop nochmal eine in die richtige Konsolidierung übergegangen. Danach hatte man wieder Kraft für ein neues Allzeithoch. Und ähnlich sieht das hier momentan auch aus. Ne? Erste Welle nach dem neuen Allzeithoch hochlaufen und jetzt in der zweiten, der Spitze hier in der ersten Widerstandszone am alten Allzeithoch 36.500 haben wir Probleme. Dort müssen wir eigentlich rüber. Wenn nicht, dann ist das Muster der vergangenen Monate, dass man tiefer gestelltes Doppeltop ausbilden kann für eine ausgedehntere Konsolidierung, was sicherlich auch gesünder wäre. Wir haben es auch Saisonalität, haben es am Wochenende alles besprochen, ne? Dass die bis Mitte, Ende Januar anhält, dass es da nicht einfach wird für die Bullen. Wird das eigentlich alles noch gut passen? Gerade immer der Verfallstermin, häufig der Umkehrpunkt, bevor es dann wieder besser wurde. Also man hat durchaus noch ein paar Handelstage, wo es schwächer bleiben kann. Also unterhalb die Gefahr gegeben, dass wir hier noch eine weitere Welle sehen. Im Idealfall vielleicht ja nur eine Keilformation, aber mit den Abpralle bleiben die unterhalb des 36,5 ist dieser Bereich auf 35.600, 35.400, die 100 Tage ist eine schöne Konsolidierungszone, wäre diese weiter im Fokus. Brechen wir dort durch, geht es eher knapp unter die 35, da müssten wir auch mal die 200-Tage-Linien testen und das ist eigentlich ein Bereich, ja, da kaufen schon wieder viele auf und das wäre auch von der Zeitkomponente, würde es gut passen, da wäre man an den Verfallstermin knapp vorbei, könnte man wieder hochziehen. Die Bullen brauchen den Sprung auf ein neues Wochenhoch herüber, dann ist die Tür offen zum Allzeithoch. Und wenn wir hier wieder anlaufen, die knapp die 37.000 ist, glaube ich auch, dass 37.300 wieder direkt geholt werden kann. Dann bleibt man direkt stark unterhalb. Wie gesagt, das Muster der vergangenen Wochen, Monate eher, kann dann mit der tiefer gesetzten Doppelspitze, kann dann durchaus aufgegriffen werden. Auch heute vermutlich nicht relevant. Gestern auch wieder abgeprallt, ne? Zurückgefallen, Schluss am mittleren Bollinger Band. Das steht heute auch im Blick bei uns. Erster Support 36.110, knapp wäre das oberhalb. Hätten wir den Inside D mit kleinen Zwischenzonen an der 225, 340. 225, das ist heute der heutige Pivotpunkt. Da ist der Future direkt abgedreht, punktgenau. Also mal gucken, ob wir dort schon Probleme kriegen. Aber alles oberhalb, da könnte man durchaus nochmal im Bereich 430 hinlaufen, wo wir eben immer diese Schwäche hatten. Darüber Türöffner, da könnte man sogar die 670 anvisieren und einen positiven Wochenabschluss suchen. Das wird aber nicht einfach werden. Gerade hier der Bereich um die 400 wurden immer doch wieder hergegeben. Wir haben jetzt keine großen Impulsgeber. Es kann gut sein, dass man hier zwar das ausdehnen kann, diese zweite Welle, dieses zweite Gipfel,
und dass wir im Signalarm bleiben und auch heute auch noch den stabilen Wochenabschluss finden können. Unterhalb vom mittleren Bollinger Band 36.110 hätten wir die Spanne zu 35.910 aktiv. Wir haben auch fast an der 50 Tage, die eine kurzfristige Trendlinie zu dem und auch Wochenpivotpunkt. Das ist schon ein Bereich um die 900, da kann man sich mal stabilisieren. Gegebenenfalls eben auch die Hoffnung mit diesen Tageskerzen vom Wochenanfang, die ja alle eine schöne Lunte ausgebildet haben, die sagen, okay, ich möchte gar nicht runter, dass man dann diese Tageskerze dann hier, wenn man hier runterfällt, wirklich in den 100er Bereich, dann ähnliche Gegenwehr sehen, hochkaufen, Lunte ausbilden, wäre ein Hinweis, okay, wir könnten ja einen Doppelboden ausbilden und dann die 37.000 Anfang der nächsten Woche aufs Korn nehmen, Value ist jetzt einfach wieder in. Ne? Das müssten wir hier auch schon, ähnlich wie beim S&P 500, wenn wir die Schwäche sehen, das gestrige Tief unterschreiten, was durchaus möglich und wahrscheinlich ist, muss es dieses Tief aufgekauft werden, ähnlich wie hier Hammerkerzen stehen lassen. Wäre ein gutes Zeichen, schwache Tageskerze stehen lassen, eine rote, wäre ein Hinweis, das mit dem Doppelboden können wir wohl ein bisschen Haken dran setzen, geht wohl eher eine Etage tiefer. Etage tiefer wäre dann Bereich 670, 590 und dann eben die 100-Tage-Linien, die von 35.400 hochgelaufen kommen, wäre für heute vermutlich alles etwas zu viel. Nasdaq schauen wir uns auch an, der andere Performer, minus 5% im Januar, und der Januar ist noch nicht mal zur Hälfte rum, aber fast, aber das ist schon sehr ordentlich, die leiden eben besonders durch die sehr starke geldpolitische Wende, die bevorsteht, am US-Markt, die wird die ganze Zeit gebohrt, ich hoffe, ihr hört das nicht, was hier wieder los sein muss am Freitag, das gibt's doch nicht, aber wir versuchen uns auf den Nasdaq zu konzentrieren. Der hat eben auch Probleme gehabt. Was haben wir gesagt? Hier, Reversal haben wir gesehen. Turnaround Tuesday und dann mal sehen. Zielzone vom Reversal war ja, wer regelmäßig geschaut hat, 16.000, 16.050. Dort Widerstand, dort Make-or-Break-Zone. Und dort haben wir Probleme gehabt. Auch hier Probleme und dann richtige fiese Tageskerze stehen gelassen. Gestern ging es ordentlich nach unten. Das waren ja sogar über 2%. Ne? Also, Wachstum leitet ordentlich, haben eine 3% Kerze stehen gelassen gestern. Also ein deutlicher Abpraller an der Make-or-Break-Zone. Hier muss man eigentlich rüber, 16.050, auch hier die 50-Tage-Linie, wo man läuft hier hin, 16.130, dort muss man rüber. Dann könnte man zumindest die Tür aufschlagen, 16.500, und darüber könnte man den fallenden Verbreiterungskeil auflösen, 17.300 und weiter. Früher hat das so funktioniert bis Jahr 2021, jetzt habe ich ein bisschen Probleme, weil Growth besonders unter Beobachtung steht und unter einer geldpolitischen Wende besonders leiden wird. Da muss man jetzt solche ganz starken bullischen Muster wirklich hinterfragen, auch wenn charttechnisch aussieht, ja, das wird wieder die Auflösung, so wie wir es die ganze Zeit sehen. Also die geldpolitische Wende kommt, sie kommt stark und das wird Growth, würde ich nutzen, starke Rebound-Bewegung, vielleicht umzuschichten in Value-Titel, das könnte 2022 besser sein, sicherer sein. Ja, also das ist der wichtige Widerstandsbereich, 16.50, 16.130, oberhalb, alles gut, ne? Sind wieder drin im Spiel, 16.5 und darüber kann sogar das Allzeithoch folgen, aber nach der gestrigen Tageskerze muss man erst schauen, dass wir hier uns stabilisieren, ganz ähnlich wie bei den S&P 500 oder den Dow Jones, dass man hier vielleicht an einen Doppelboden arbeitet. Wir werden einen weiteren Tiefpunkt sehen heute und dass man diesen dann ähnlich hochkauft und dann mit möglicher Doppelbodenchance in das Wochenende gehen. Das ist jetzt, darum geht es. Ne? Ist dieser Abpraller an Widerstand, an der Make-or-Break-Marke nur der Rücksetzer für eine mögliche Bodenbildungsformation, Welle, Doppelboden, hoch? Oder ist das, was wir gesehen haben, nur die Konsolidierung dieser ersten Welle und es folgt die zweite Welle? Denn wenn wir die Retracements mal anlegen, habe ich gestern halt schon gemacht, die Konsolidierung führte bis 50er, bis zum 61,8er Retracement, da ist alles noch möglich. Es kann alles komplett technischer Natur gewesen sein, dass wir bloß die erste Welle konsolidiert haben und die zweite Welle sich nun in der Vorbereitung befindet. Das ist das bärische Szenario und dann geht es hier runter, in diesen Bereich, in den Oktober-Tiefpunkt-Bereich, und dort muss man sich dann stabilisieren, ansonsten haben wir ja ganz andere Formationen, die hier sich dann ausbilden könnten. Ne? Starke Gegenwirkung wäre hier möglich, aber vielleicht entwickelt sich da eine große SKS-Formation, die ja vielleicht gut passen könnte in den in den Jahresverlauf 2022, wo es für Wachstumstitel wirklich sehr schwierig werden wird, gerade für Wachstumstitel, die nicht wirklich profitabel geworden sind während der Pandemiezeit. Da kann man gerade die nicht profitablen Tags, ich hatte eben diese Charts, zeige ich ja zu gerne auch als Risiko-Assets, diese zeige ich ja zu gerne auch im Trading-Chat, die leiten eben jetzt besonders.
Ja, aber jetzt wollen wir nicht ganz große Bild hier auspacken. Also die Frage, die sich stellt, ne? Konsolidierung bis 50, 61, 8er Drehzahl plus der ersten Welle, zweite Welle in Vorbereitung oder eben den Doppelboden. Nur darum wird es heute gehen und der Tagesschluss wird es zeigen, wenn man einen neuen Tiefpunkt, der muss aufgekauft werden. Wenn nicht, okay, die Gefahr, dass eine zweite Welle kommt in der nächsten Woche, ist durchaus sehr real und wird auch noch gut zur Saisonalität passen. Zoomen wir kurz hinein nochmal, wir schauen, was heute möglich ist. Die 100-Tage-Linie hier im Fokus, Monatspivotpunkt hier im Fokus, 680 knapp, 15.680. Dann müssen die Bullen eigentlich rüber, hätte man dann zumindest den Inside Day Richtung 855. Darüber könnte man wieder die 16.050, wichtige Make-or-Break-Zone, mittleres Bollinger-Band kommt auch rübergelaufen, aber wir hatten hier das Reversal, Turnaround Tuesday und dann, dann müssen die echten Kauffolgekerzen kommen. Bullischen kam nicht. Abwartend, so eine abwartende Tageskerze gestern bärisch aufgegriffen. Schön sieht das nicht aus. Es suggeriert, dass wir einen neuen Tiefpunkt brauchen. Unterhalb der 6,80 wäre dann die Spanne 4 Richtung 4,50 zur unteren Bollinger-Bandbereich Richtung 15.300. Und wie gesagt, hier muss die Gegenwehr kommen. Ne? Mögliches Doppelboden 15.3 anlaufen und dann hoch mit dem Doppelboden. Bis dahin wäre das in Ordnung. Das ist jetzt, worauf die Bullen schauen. Doppelboden aufgreifen. Ja oder nein? Falls nein, dann haben wir hier gegebenenfalls eben nur die normale Konsolidierung gesehen bis knapp zum 61,8er Dresden. Und dann, Freunde, nach dem Bärenszenario ist das eben nur diese Flagge, die wir haben auf halber Position. Und dann kommt eben diese erste, jetzt habe ich hier alles versaut, diese erste Welle kann man dann in gleicher Dimension nochmal ausbilden, falls eben diese Bodenbildung hier missglückt. Also Bereich 15.300, ein bisschen Puffer haben wir da aktuell, aber dieser Bereich. Nach den gestrigen Tagen müsste eigentlich noch was nachkommen, muss das gestrige Tief unterschritten werden, muss Gegenwehr kommen, muss die Hammerkerze kommen, muss die Umkehrkerze kommen, dann haben wir die Chance, mit Doppelboden in die neue Woche zu gehen. Schwacher Wochenschluss, Vorsicht, dann das Szenario, wir befinden uns in der Mitte der Konsolidierung und es kann wirklich zum Wochenauftakt noch ordentlich was nachkommen. Das soll es gewesen sein mit dem letzten Market Briefing in dieser Woche. Morgen vermutlich oder übermorgen gibt es dann den Wochenausblick. Ich bin gespannt, wie der Wochenabschluss gelingen wird. Wir haben, wie gesagt, noch einige gute Impulsgeber, die heute anstehen. Vielleicht EZB-Präsidentin Lagarde ist die letzte Hoffnung, warum auch der DAX ein bisschen der Outperformer ist. Wenn sie jetzt auch noch einknickt, die letzte Notenbank, ist ja unglaublich eigentlich, ne? Wie stark der Fed-Rat komplett hawkisch ist, komplett auf Straffung getrimmt ist, unvorstellbar, Haltung vor einem Jahr. Und wie konträr die EZB steht. Die sagt, das ist transitory, Zinserhöhung in diesem Jahr, seid ihr spinnt ihr? Niemals! Mal sehen, ob man das aufrechterhalten kann oder ob sie jetzt auch wegknicken werden. Sie haben die Märkte nicht vorbereitet. Die Märkte gehen davon aus, hier ist Lala Land, endlos Liquidität für alle. Daher ein bisschen umschichten hier in den Blue Chips beim DAX. Oder knickt man ein? Das wäre dann eine negative Überraschung. Aber das wollen wir nicht wieder aufmachen, das Fass. Ich verabschiede mich jetzt. Gönne ich euch noch einen schönen Freitag. Hier scheint die Sonne bei euch hoffentlich ebenso. Lasst gerne einen Kommentar da. Macht beim Gewinnspiel mit. Ansonsten gerne auf tradingportal.net im Trading-Chat. Der wird von früh bis abend moderiert. Verpasst ihr gar nichts. Macht's gut und ciao.